willkommen zu einer weiteren Folge von Conscious Love, bewusst im Gespräch, dein Podcast für mehr Bewusstsein, innere Heilung und Partnerschaft, denn du verdienst mehr, als dir der Mainstream zu bieten hat. Ja, ich bin der Thomas und heute habe ich im Gespräch den wunderbaren Serok. Lieber Serok, herzlich willkommen. Ja, hallöchen Thomas, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, ich bin sehr gespannt. Ja, Serok, du bist ja bekannt aus dem Wahrheitskongress von Steffen Pattberg. Da habe ich auch den ersten Berührungspunkt mit dir gehabt, sage ich mal. Und du hast dort einen Vortrag gehalten über die Weltenlüge und also darüber, was uns in dieser Welt sozusagen alles vorgemacht wird. Also Stichwort Matrix, Mainstream, Propaganda, Manipulation. Und ja, du beschreibst dich selbst auch als einen sehr neugierigen und wahrheitssuchenden Menschen. Und du warst doch erst letztens bei Matthias Langwasser im Gespräch zum Thema der Globus-Lüge. Und ich fand das auch ein sehr, sehr spannendes Interview und das hat mich nochmal bestätigt, dich auch zum Gespräch einzuladen und mich mit dir auszutauschen. Genau, wir werden heute nicht im Detail über die Globus-Lüge sprechen. Ich finde, das ist ein recht komplexes Thema, gerade für einen Gesprächspodcast ohne größere Präsentation. Und ich finde auch, du hast den Wahrheitskongress, der ja kostenfrei verfügbar ist, dieser Vortrag, das sehr, sehr einfach und auch bestmöglich dargestellt. Das heißt, das empfehle ich eben, das anzuschauen. Und ich möchte mit dir dann heute lieber über ein angrenzendes Thema sprechen, und zwar über das Thema Denkfehler. Warum fällt es uns so schwer, die Täuschung der dargebotenen Realität zu durchschauen? Mhm. Ja. Du hast ja im Wahrheitskongress auch gesagt, im Intro dann oder nach ein paar Minuten, ja, das System, in dem wir leben, ist so aufgebaut, dass man von klein auf getäuscht wird und wir eigentlich nie eine faire Chance haben, diese Täuschung zu durchschauen. Und ich möchte mit der Frage einsteigen und feel free, das wirklich auszudehnen, ja, mit allem, was, wo du reingehen möchtest. Welchen Täuschungen unterliegen wir denn und warum hängen wir dort in diesem Denkfehler fest? Ja, erstmal, ja, nochmal herzlichen Dank für die Einladung, Thomas, und auch ans Publikum. Hallo zusammen. Vielleicht auch, damit wir nicht denselben Fehler machen wie beim Matthias Langwasser, vielleicht könnte man darauf hinweisen, auch nochmal, dass der Vortrag, die Weltenlüge Teil 1 und Teil 2, frei verfügbar ist. Und zwar, dass wir dann in der Videobeschreibung auf jeden Fall den Link damit hinterlegen, ja, auf jeden damit Fall. Jeder da reingucken kann. Und auch hier schon mal die Ankündigung: Im nächsten Wahrheitskongress, der ja jetzt im Herbst ansteht, ja, werden neue Teile der Weltenlüge kommen, also Teil 3, 4 und ich Sehr denke gut. auch Teil Sehr 5. gut. Ich weiß nicht, ob das nur 4 Stunden sein werden oder 5 oder 6 oder 10. Der Steffen Pattberg hat mir halt da freie Hand gelassen. Er hat halt gesagt, wir kriegen das schon irgendwie unter. Cool. Mach so dein Programm, wie du halt meinst, was halt wichtig ist, Sehr gut. rüberzubringen. Genau. Ja, und ja, ich habe mich schon angemeldet für den Wahrheitskongress 3.0 letztens. Ja. Also ich kann das jedem empfehlen, seid dort auch dabei. Ich freue mich schon sehr auf die Inhalte und bin sehr, sehr gespannt. Es ist auch da auf der Seite, der Steffen hat das, Genau. die Seite, die er verlinkt für Weltenlüge Teil 1 und Teil 2, da ist auch gleich ein Button für Wahrheitskongress 3.0. Also da kann man nichts falsch machen, da kann man sich anmelden, dann kriegt man immer die Infos, wann Genau. welche Vorträge. Da werden halt diesmal auch, glaube ich, sehr viele ausländischen Teilnehmer dabei sein. Also es wird auch fremdsprachig sein, ich glaube mit Dolmetscher und dementsprechend auch nochmal ein bisschen breiter aufgestellt insgesamt. Ja, Denkfehler. Kommen wir nochmal zu deiner Eingangsfrage grundsätzlich. Das Problem bei ganz vielen Themen, die wir hier in unserem denen wir in unserem Leben begegnen, sind halt Dinge, dass wir halt sagen, okay, das habe ich beigebracht bekommen, das ist wahrscheinlich die Realität. Und es gibt dann halt ganz viele Menschen, die eben in dem kritischen Alter, wenn sie jung sind, gar nicht die Fähigkeit haben, das zu hinterfragen. Und als es dann eben darum geht, wirklich kritisch zu hinterfragen, dann sind sie natürlich nicht mehr unbedingt bereit dazu, beziehungsweise auch gar nicht mehr in der Lage, weil sie eben ganz viel mit dem System natürlich kooperieren und in dem Zusammenhang natürlich von diesem System leben. Und das ist natürlich dann umso schwieriger, können wir uns ja auch selbst mal fragen in den letzten 3 Jahren, wie es da war. Da gibt es ja ganz viele Teilnehmer, die eben von dem System leben und dadurch natürlich ein Problem haben, dass am Ende des Tages
dieses System, wenn Sie das hinterfragen würden, natürlich deren Lebensunterhalt, deren Existenz sozusagen auf dem Spiel stehen würde. Und vielleicht, ich hatte dir ja gesagt, ich guck mal, ob ich die eine oder andere Folie vorbereite. Gerne. Und du hattest das ja schon mal gesagt, wir leben in einer Matrix und so, hattest du ja gesagt im Vortrag. Und da habe ich mir dann überlegt, gucken wir uns doch einfach mal ganz kurz eine Folie an in dem Zusammenhang und beginnen halt auch tatsächlich Sehr cool. mit einem Zitat von der Matrix. Deswegen, Klasse, ich ja, gebe das gerne. mal frei. So, sieht man da die Folie? Ja, ne? Ja, sieht man gut. Okay, super. Ich habe die jetzt genannt als Überschrift Unser Hang zur Lüge und Täuschung. Und hier haben wir eine ganz zentrale Aussage aus dem Film Die Matrix. Da sagt ja der Morpheus, der einer der Protagonisten ist, sagt er ja dann, die Matrix ist ein System, Neo. Dieses System ist unser Feind. Was aber siehst du, wenn du dich innerhalb des Systems bewegst? Geschäftsleute, Lehrer, Anwälte, Tischler. Die mentalen Projektionen der Menschen, die wir zu retten versuchen. Also das heißt ja, so wie du ja dich irgendwie vorstellst, wenn du mit jemandem dich zum ersten Mal triffst, dann sagst du ja, ich bin beruflich das oder ich bin Genau. beruflich das. Aber eigentlich bist du das ja nicht, sondern das ist ja nur deine Vorstellung. Weil wenn einer sagt, ich bin Anwalt, dann bestreitet er seinen Lebensunterhalt damit. Aber er ist ja kein Anwalt im Innersten, sondern er ist ja erstmal in erster Linie ein Mensch, der eben bestimmte, sage ich mal, Entscheidungen bewusst oder unbewusst in seinem Leben getroffen hat. Genau, Ne? genau. Wir identifizieren uns schon sehr stark dann mit dieser Rolle oder eben das ist auch diese Projektion dann. Genau. Was weiß Ne? ich bin der Wie du von Conscious sagst. Love, das ist jetzt meine Identität oder so, obwohl, was hat das mit meinem wirklichen Menschsein zu tun, ne? Genau. So, dann sagt er ja auch, die mentalen Projektionen der Menschen, die wir zu retten versuchen, bis es dazu kommt, sind diese Menschen immer noch Teil des Systems und das macht sie zu unseren Feinden. Hört sich jetzt ein bisschen überspitzt an, aber so ist es ja in dem Fall. Du musst wissen, dass die meisten von ihnen noch nicht so weit sind, abgekoppelt zu werden. Viele dieser Menschen sind so angepasst und vom System abhängig, dass sie alles dafür tun, um es zu schützen. Ja? So, und wenn wir uns das mal anschauen, was bedeutet das? Es bedeutet, dass man die Meinung, Einstellung, Sichtweise, Überzeugung oder den Glauben von jemandem nicht ändern kann, der nicht selbst wirklich bereit ist dazu. Ja? Du kannst keinen dazu zwingen. Ja? So. Aber warum ist das so? Also aus meiner Sicht liegt es daran, dass es eben so ist, dass die Vermutung, die Überzeugung, die die meisten Menschen haben, nicht auf Logik oder Vernunft basieren, sondern die Überzeugung der meisten Menschen basieren auf dem eigenen Selbstwert, der eigenen Identität und dem Wunsch nach sozialer Gruppenzugehörigkeit. Man will ja gemocht werden, man will nicht anecken. Ne? Und viele kennen ja auch diesen Spruch, wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle. Ja? Aber der Spruch geht ja eigentlich noch weiter, dass eben sagt, auf dem Weg dorthin kommt dir sehr viel SCH Punkt 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 entgegen, ja, so. Und dann geht der Satz noch weiter, wer mit dem Strom schwimmt, und das machen ja sehr viele in der Hoffnung, dass dieser Strom sehr, sehr lange noch dauert, ja, gelangt man irgendwann auf das offene Meer. Und wer sich wirklich mal da mit auseinandersetzt, wer schon mal durch einen Fluss, habe ich gemacht auf Mallorca, Canyoning hat sich das genannt, dann kommst du dann irgendwann aufs offene Meer. Und wenn du schon erschöpft bist, ja, und dann kommst du aufs offene Meer, wenn da kein Boot ist, was auf dich wartet, dann bist du sehr schnell unter Wasser. Ja? So, und dann gibt es ja diese Kämpfe dann untereinander von diesen Menschen. Dann versuchst du dich noch über Wasser zu halten, indem du den anderen runterdrückst, aber auch da verlassen dich dann irgendwann sozusagen die Kräfte. Und wenn du das also so, diese Allegorie, dieses Bild zu Ende denkst, dann bleibt dir früher oder später nichts anderes übrig, als tatsächlich entweder gegen den Strom zu schwimmen oder unterzugehen. Ja, so. Und da kommt halt diese Epistemologie mit rein. Das heißt, woher wissen wir überhaupt, was wir wissen? Ja? Oder wie ich immer sehr schön sage oder gerne sage, wer glaubt zu wissen, muss wissen, was er glaubt. Ja, so und ne, so, wenn du dich also damit auseinandersetzt in der Tiefe, wirst du feststellen, dass dein sogenanntes Wissen meist auf Überzeugungen basiert und dieses meistens auf Dogmen und unbewiesenen Hypothesen. Also das ist ja auch häufig so, wenn du zum Beispiel in einer Arztfamilie aufwächst oder in einer Physikerfamilie, dann wird dir das ja wie mit der Muttermilch
übertragen. Ich bin jetzt in einem Haushalt groß geworden. Meine Mutter ist nie zur Schule gegangen. Mein Vater ist früh gestorben. Also ich musste mir alles selber aneignen, ja, und habe dann Abitur gemacht, habe dann studiert, Deutschland und USA, und habe dann eben meinen Weg mir selber sozusagen gebahnt. Aber das Interessante ist eben, ich wurde nie sozusagen vom Hause aus in eine bestimmte Richtung getrieben, weil meine Mutter natürlich alles, was ich machen konnte, war ja aus ihrer Sicht eine Verbesserung, ja, in gewisser Weise sozial, wenn man das so will, ne, vom Ansehen her, weil sie ist ja eben, wie schon gesagt, nie zur Schule gegangen. Und wenn man das eben so ein bisschen nachvollziehen kann, dann ist meine Einstellung, wie halt dieses Zitat, der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser. Ja, und es ist wirklich kein Unterschied, Thomas, zwischen einem echten Dummen und einem, der meint, er ist schlau, im Kontext, du kannst Professor sein in einer Disziplin, also ein Fachidiot, wie man so schön sagt, aber du kannst insgesamt total der dumme Mensch sein, weil du einfach nicht über den Tellerrand hinausschaust und bestimmte Dinge nicht wahrhaben willst, weil sie dann eben natürlich deinen Tellerrand immer mehr verengen, beziehungsweise diesen Teller zerstören am Ende Genau, des Tages. genau. Ja? Und das ist eben das. Und die Krux an der ganzen Sache ist eben, dass man versucht hat oder immer noch versucht, das sieht man jetzt mit diesem Wokismus sehr, sehr stark, ja, dass man versucht, die eigenen Sinne und die Grundlagen, die man hat, die man sich selbst gelegt hat, dass man die ignoriert und anstelle dessen auf sogenannte Experten hört und deren Aussagen komplett kritiklos übernimmt und akzeptiert. Ja? Also das ist ja paradoxer, kann man sich das ja gar nicht vorstellen. Und ein Merksatz, ich kann das auch an jeden hier am Publikum, der zuschaut, nur empfehlen, wer es noch nicht gemacht hat, lest euch, natürlich besser in Englisch, aber lest euch das Buch 1984 durch und vergleicht es wirklich mal mit den letzten 3 Jahren oder jetzt auch mit dem Wokismus. Schaut euch die Passagen an, wo dieses Doppeldenk und Neusprech definiert wird. Ja, das ist nichts anderes als das, was uns gerade präsentiert wird. Es ist wirklich so ein Aha-Erlebnis, wenn man das unter dieser Prämisse jetzt mal sich zu Gemüte führt. Und wenn du dir das dann anschaust, dann ist es so, ein Merksatz, den ich sehr wichtig finde aus dem Buch 1984, ist die Partei, es geht ja um diese Partei Ingsoc, ne? So, und die Partei lehrte einen, der Erkenntnis seiner Augen und Ohren nicht zu trauen. Das war ihr entscheidendes, wichtigstes Gebot. Ja? Und dieses Gebot ist für diese Kontrolleure, ich nenne die immer Kontrolleure der Welt, weil ich ja nicht weiß, wer das ist, wer dahinter steckt, ja, ist sehr wichtig, denn damit man uns in dieser Matrix halten kann, ja, muss man eben es hinbekommen, dass wir uns freiwillig komplett unserer Sinne entledigen. Ja, das ist eben ganz entscheidend. Und das macht unser Geist natürlich auf Dauer nicht mit. Ja, und deswegen entsteht, das heißt psychologisch, ein Schisma, eine Spaltung, ja, in der eigenen Psyche. Das ist ganz einfache, aber geniale psychologische Kriegsführung. Und das sehen wir ja in den letzten Jahren. Jetzt eben, wie sonst bekommt man es hin, dass Menschen vor einem winzigen, unsichtbaren Etwas, was durch die Luft fliegen soll, Panik haben, dann bei 18 Grad im Sommer Hitzetod fürchten? Ja, oder jetzt zum Beispiel ernsthaft glauben, dass eine Waffenlieferung in Kriegsgebiet ein Beitrag zum Frieden ist. Ja, das ist halt paradoxer, kannst du es dir nicht vorstellen. So, und das ist eben auch, was jetzt diese Postmoderne uns verkaufen will. Die Widersprüche sind quasi die Quintessenz, diese Widersprüchlichkeit in den Aussagen, dass man sagen kann, das kann doch gar nicht falsch sein, obwohl es so widersprüchlich ist. Es ist halt der Kopf kommt gar nicht mehr mit dieser mentalen Gymnastik klar. Ne? So. Und die heimtückischste Lüge aus meiner Sicht und die Grundlage für alles ist aber, dass man uns schon von klein auf eingetrichtert hat, wir wären hier auf der Erde unwichtig und wir befinden uns auf einem ebenso unwichtigen, weil nur durch Zufall entstandenen rotierenden, wackelnden, kugelförmigen Staubkorn, so bezeichnet man uns ja, ne, welches sinn- und ziellos durch ein Vakuum wird. Und dieses Herumirren kann auch jeden Augenblick wieder durch einen anderen Zufall vorbei sein, indem halt so zum Beispiel so ein Asteroid oder ein Sonnensturm unsere Existenz hier mal von eben auf gleich beendet. Ja? So. Und das ist ja dieses Typische, was glaubst du,
Macht es mit Kindern, wenn die Eltern sagen, du bist ein Versager, du bist nichts wert, dich braucht niemand. Wenn dann die Menschen auch noch fragen, und das höre ich ja häufig immer wieder in so Gesprächen, warum man uns über die Erde belügen sollte und was es für uns im Alltag ändern würde, dann ist das die Frage. Die Frage ist bereits der Beweis, und das hört sich gemein an oder arrogant, aber das ist wirklich, was ich so erlebt habe, ist schon der Beweis für eine vorliegende, extreme psychologische Verstümmelung. Ne? Denn es geht gar nicht um die Form an sich, es geht ja um die Lüge, es geht um die Leugnung der selbst erlebten Realität. Und genau. Lass mich das nochmal ein bisschen eindrücklicher für dich formulieren, weil du hast ja mit deinem Kanal, hast du dich ja zum Beispiel auf Partnerschaft und so weiter spezialisiert oder bewegst dich da, ne? Da genau. In dem, so. Und wenn du dich jetzt mal selber fragen würdest, Thomas, inwieweit ändert sich dein Alltag, wenn du plötzlich herausfindest, dass dein Partner dich seit Jahren betrügt? Da würde ich sagen, gar nichts würde sich ändern. Du würdest vermutlich so spontan sagen, natürlich würde sich da was ändern. Nein, warum würde sich nichts ändern? Es kommt darauf an, wie du damit umgehst. Nein, sage ich, sondern nur deine Erkenntnis aus dieser Enttäuschung, also dem Ende einer Täuschung und deine Reaktion darauf, werden dazu führen, dass sich dein Alltag ändert. Ne? Deswegen, ja, so. Und wenn es dir aber egal ist, ob dein Partner dich seit Jahren hintergeht, belügt und so weiter, dann wird sich bei dir und an deinem Alltag auch überhaupt gar nichts ändern. 0,0, ja? So, und das ist eben diese Problematik. Deswegen spreche ich ja auch von dieser extrem psychologischen Verstümmelung. Denn wenn es jemandem nicht wichtig ist, was die Wahrheit ist, dann sollte man sich doch mal fragen, was sagt das überhaupt über dich und dein Leben und deine, sage ich mal, deine Qualitäten, deine Ansprüche an das Leben überhaupt aus. Ne? So. Und um da noch mal kurz noch zu erwähnen, es gibt ja sehr viele Menschen, die ja in so sogenannten toxischen Beziehungen leben. Ne? Oh ja. So, ja. Und die ändern aber nichts daran. So. Im Gegenteil, viele verteidigen diese Beziehungsmatrix, nenne ich das jetzt mal, ja, so, gegen alles und jeden, wenn einer kommt und sagt, hör mal, ist das nicht so ein bisschen komisch, was du da akzeptierst oder was du da mitmachst und so. Und die prügeln auf dich ein und die beleidigen und lassen dich nicht, du kannst nicht wirklich mit denen klar reden. Und das ist sozusagen wieder die Rückkehr zu dem, was ja eigentlich Morpheus gesagt hat. Du willst denen eigentlich nur helfen, aber sie sind noch nicht bereit, ja, loszulassen, und das jetzt eben bezogen auf eine toxische Beziehung. Und da hast du dann halt dieses Problem, dass die halt dich attackieren ohne Ende. So viel erstmal dazu. Ja, das ist ja oft dieses, man will das gar nicht wahrhaben, oder? Genau. Sondern das ist eigentlich die Projektion, die Illusion, in der ich selbst lebe. Damit identifiziere ich mich auch, und was anderes kann ich gar nicht wahrhaben. Und du hast ja vorhin gesagt, weil das finde ich noch interessant, das fängt so in der Schule an, oder ich kenne es auch von mir selbst, ich habe mich jetzt erst seit knapp einem halben Jahr näher mit der Globuslüge beschäftigt. Und auch das erste Mal, dass ich auch über deinen Wahrheitskongress Materialien gefunden habe, die mir eine andere Sicht darauf plausibel und logisch erklären können. Ja, das, was ich davor gefunden habe, war auch viel Blödsinn, was ja auch Teil dieser Ablenkung dann ist. Das heißt, wenn du dich das erste Mal mit dem Thema beschäftigst, findest du diese Sachen, die eigentlich keinen Sinn machen. Damit dann sagst, okay, das ist ja wirklich Blödsinn. Ja? Also musst du wirklich tief reingehen, ja, in den. Ja, aber das hatte ich dir ja nach letztes Mal schon gesagt. Ich habe hohen Respekt vor Menschen, die jetzt erst vor kurzem da drauf gestoßen sind, weil als ich das gemacht habe, da gab es noch so viel Informationen, die frei zugänglich waren. Ja, da gab es mehr als jetzt, weil das dann jetzt wegzensiert wurde, oder wie? Natürlich, natürlich. Und vor allen Dingen, der sich noch daran erinnert, bei YouTube zum Beispiel gab es immer, wenn du einen Begriff eingegeben hast, oben eine Zahl, wie oft das gesucht wurde. Das gibt es bei Google auch nicht mehr. Ja? Und wenn du dann Flat Earth eingegeben hast damals zu dem, das war der meistgesuchte Begriff, der war knapp vor Trump. Trump war Nummer 2 und Flat Earth war das meiste. Und dann haben die das halt abgeändert. Und dann kam eben diese Geschichte. Du kannst ja jetzt zum Beispiel, liebes Publikum, mach das mal, nimm mal den Begriff Flat Earth und schreib den einfach mal rückwärts und gib den mal bei Google ein. Ja,
Ja, und gebt den mal bei YouTube ein. Und dann wundert euch nicht, wenn dann auf einmal trotzdem NASA als erstes kommt, ja, obwohl Finde ich das super überhaupt spannend. gar keinen Sinn macht, diese Begrifflichkeit, ja, wenn ihr die so Mach eintippt. das nachher. Ja, macht das nachher, macht das alle mal, damit ihr das mal seht, weil dieser Algorithmus ist so extrem. Ich habe das ja auch bei mir mal gemacht. Ich habe einfach mal Z-Rock eingegeben bei YouTube und da gibt es ja anscheinend viel im Musikbereich, aber wenn du das eingibst und ich bin nicht angemeldet, ich habe gar keinen Account bei YouTube, ich gebe das einfach nur ein, Z-Rock, und dann kommt da auch relativ schnell irgendwie was von dem Harald Lesch hier, so diese ganzen Debunkings, also diese ganzen Widerlegungsvideos, die halt immer, egal was du eingibst in diesem Bereich flache Erde oder Flat Earth, kommt immer die ganz gleiche Routine, die eben da eingezeigt wird, damit man halt erstmal sich diesen Schwachsinn anguckt und dann hat man ja gar keine Lust mehr, weil Schwachsinn macht ja gar keinen Sinn, meine Zeit dafür zu investieren. Ja, spannend. Das war jetzt ein kurzer Ausflug. Ich wollte nochmal fragen, weil du auch vorhin gesagt hast, es fängt halt in der Schule an. Und mein Beispiel war, ich habe die Sachen, die ich in der Schule gelernt habe, als Schüler ja auch nicht hinterfragt. Das ist wirklich so ein Mindset, so, der Lehrer ist Autorität für dich und was der sagt, ist richtig. Und du kommst gar nicht auf den Gedanken, dass die dir Blödsinn erzählen könnten. Weil irgendwie die Eltern waren in der Schule oder deine Eltern bewunderst du dann eh, was die wissen, die schicken dich in die Schule, gehen mit dir die Themen nochmal durch. Du bist da sofort in diesen. Ja, in dieser Matrix drin. Ja, Und und dann wächst du damit ja auf und dann ist ja die Welt so für dich. Und dann nochmal einen Schritt rauszugehen und zu sagen, ist das wirklich so? Ich mache jetzt meine eigenen Beobachtungen, was ich dann auch angefangen habe mit der Globus-Lüge, oder? Wirklich mal zu schauen, sehe ich das, was in der Globus-Theorie gesprochen wird, ja, was dort, wie das funktionieren soll, sehe ich das? Ja, nee, vielleicht sehe ich das nicht immer, oder? Und dann brauchst du nur einen Punkt, den du nicht so beobachtest, wie du den beobachten solltest. Und dann fängst du zum Nachdenken an. Und ich glaube, viele beobachten das dann und sagen, ja, ich habe das auch gesehen, weil deren, wie du sagst, Wahrnehmung schon so verdreht ist und die dem, was sie sehen, gar nicht mehr glauben können. genau. Ja. Aber das kannst du ja bei allen Themen machen. Du siehst das ja Ja. jetzt, wenn du dir wirklich 1984 durchliest, dann siehst du Schwarz ist weiß und weiß ist schwarz. Damit du halt diese mentale Gymnastik vollziehen kannst, ne, diesen Widerspruch, musst du ja schon von vornherein dir klar sein, dass es gar kein, dass alles relativ ist, wie halt Albert Einstein. Alles ist relativ, ne? Die Straße dreht sich oder du drehst dich auf der Straße. Ja? Also es gibt gar keinen Unterschied. Du kannst, und das ist halt diese Krux, dass die Menschen eben nicht erkennen können mittlerweile, dass sie eben hinters Licht geführt worden sind, vom Klein auf. Und das sind halt ganz viele Themen. Ne? Ich hatte ja zum Beispiel in der Schule, war es ja bei uns auch, da kam ja der erste Golfkrieg. Ja? Und da musste ich dann in der 9. oder 10. Klasse mit meinen Mitschülern, ja, diskutieren, Saddam Hussein und damals George Bush Senior, dass das eben ein inszenierter Krieg war. Auch da, du wirst ja angegriffen von den Leuten, ja, auch deinen Mitschülern, die halt in dieser, sage ich mal, in dieser Welt leben. Alles ist doch schön und gut, weil es ist ja so, wenn wir in Deutschland leben, das System hat uns doch viel ermöglicht, ja. Der eine fährt einen Porsche, der eine hat ein dickes Haus, der andere fährt dreimal in Urlaub oder alles zusammen, ja. So, also das kann ja nicht falsch sein. Und das in Frage zu stellen, ist natürlich für viele Menschen natürlich sehr, sehr schwierig. Und dementsprechend hast du halt diese Probleme. Und da kommt dann eben dieses Thema Logik und Denkgesetze kommt da halt rein. Es geht nicht darum, Recht zu behalten oder Recht zu bekommen, sondern wenn du mit jemandem dich unterhältst, ja, zum Beispiel, die meisten wissen das ja gar nicht, die an den Globus glauben, aber wenn du die fragst, wie weit ist denn die Sonne entfernt in dem Globusmodell, dann sagen die, weiß ich nicht. Okay, offiziell im Schnitt 150 Millionen Kilometer. Ja, so, deswegen kommt ja auch diese 8 Minuten 23 Sekunden. Licht braucht so lange von der Sonne hierher. So, und wenn du die aber dann fragst, wenn die Zahlen wüssten, wie ist denn diese Zahl überhaupt ermittelt worden? Und wer sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, der weiß, das ist ja zwischenzeitlich immer wieder geändert Genau. worden, ja, so immer wieder. Aber wenn du die fragst, ja, weiß ich nicht genau. Und wie ist denn überhaupt die Größe der Sonne, die Entfernung ermittelt worden? Ja, weiß ich auch nicht. Also es ist so eine Kaskade an weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber am Ende kommt das raus, was ich glauben will. Das ist immer noch, dass die 1,4 Millionen Kilometer im Durchmesser ist, eine Helium-Wasserstoff-Bombe quasi im Vakuum des Weltalls ist. Wie das funktioniert, hat mir auch noch keiner erklärt. Und eben 150 Millionen Kilometer entfernt ist. Und alles dreht sich eben um die
Sonne, in zumindest in unserem Sonnensystem. Ne? So. So. Und wenn du halt an diese Grundaussagen gehst, genauso wie halt, ob du das jetzt mit Krankheitsentstehung machst, ja, oder eben, wie entstehen überhaupt Kriege, jeder Mensch weiß, VW ist ein weltweit agierender Konzern. So, und wir haben doch das mitgekriegt mit der Diesel, mit dem Dieselskandal. Ne? So. Dann sagen die immer die Leute, ja, wenn das hier so eine Lüge, so eine riesige Lüge ist, die muss doch Mondlandung oder Globuslüge oder Corona, das muss doch inszeniert sein, da müssen so viele Menschen dabei sein. Nee, habt ihr doch gesehen. Dieselskandal, sogar die Vorstände behaupten, ja, im Gerichtsverfahren, ja, wir haben das gar nicht gewusst. Aber zumindest wissen wir doch, dass keiner am Fließband, keiner, der das Ding dann verkauft am Markt, keiner, der irgendwie mittleren Menschen, muss doch irgendwas davon wissen, was die sich überlegt haben, wie sie halt diese Zahlen und Modelle so drehen, dass sie nachher ihre Zulassungen bekommen. Ja, so. Und das ist halt für mich immer so verwunderlich, dass immer dieses Argument, das ist ein Denkfehler übrigens, das heißt der Denkfehler aus Ungläubigkeit, bloß weil ich meine, das überzeugt mich nicht, das ist so absurd, so unglaublich, kann ich mir nicht vorstellen, ja, das hat doch nichts mit der Realität, und was du dir vorstellen kannst oder nicht, interessiert die Realität nicht, ja, ja, ist ja so, ja. Ja, so, und es gibt einen schönen Spruch, in der Theorie sind Theorie und Realität identisch, in der Realität sind sie es nicht, ja. Und wenn du dann die Realität mit der Theorie zusammenkommen lassen würdest, rein theoretisch in so einem Kampfring, dann wird die Realität der Theorie immer eins um die Ohren schlagen, weil es diese Globusgeschichte oder auch Infektionsgeschichte, Theorie und so, ist ja noch nicht mal eine Theorie, weil damit es überhaupt eine Theorie wird, musst du ja die Hypothese irgendwie in einem reproduzierbaren Experiment erstmal darlegen. Aber das klappt ja gar nicht. Die haben sich ja in allen Bereichen haben die sich ja widerlegt. Deswegen war ja die Virustheorie, mussten sie ja von einem Gift, ja, jetzt auf einmal in so eine Nukleinsäure ummodellieren mit einer Proteinhülle in 1954, weil das vorherige nicht funktioniert hat. Das hat sich sowieso schon aufgelöst. Und diese ganze Modell, genauso wie im Globus, dann haben sie das so gemacht und dann funktioniert das wieder nicht. Und dann haben sie jetzt, und dann kam dann der Albert Einstein Anfang des 20. Jahrhunderts und hat dann gesagt, alles ist relativ. Und dann haben sie angefangen, ach, das kommt aber alles noch in den Weltenlüge Teil 2, Teil 3, 4 und 5 geht das alles, ne? Was denkst du denn? Also, du hast ja auch gesagt, es ist eigentlich nicht möglich für Leute, die nicht bereit sind, die sozusagen in Anführungszeichen zu retten. Ja. Das heißt, ich habe das in den letzten 3 Jahren auch beobachtet, viele, die kritisch waren, wollten dann andere Leute aufklären und sind da wie in so einen Krieg gegangen gegen die eigene Familie oder Freunde und ja, das ist ganz viel zerbrochen daran. Und ich hatte am Anfang auch die Tendenz, weil du hast so diesen Impuls, du willst die anderen, ja, du willst ja schützen oder du willst denen helfen. Ja. Merkst dann aber, ja, das geht gar nicht, wenn die nicht bereit dafür sind. Das heißt, ich habe irgendwann aufgehört und gesagt, okay, ich will auch niemand, hier muss jeder seinen eigenen Weg gehen, oder? Aber was ist denn für jemand, der, wie soll ich sagen, was ist so der erste Schritt für jemand, der im System, der in der Matrix hängt, dass er anfängt, das zu hinterfragen? Ich denke, aus meiner Sicht, es muss, wie ein kleines Kind, muss es merken, wenn ich versuche aufzustehen und hinfalle, dann tut mir das weh. Ja. Dann tue ich mir am Knie weh. Also muss ich selber merken, der Schmerz lehrt mich, also ich muss durch diesen Schmerz durchgehen. Und das ist jetzt beispielsweise bei den letzten 3 Jahren die Leute, die halt die Zustimmung gegeben haben für bestimmte Dinge, haben jetzt vielleicht auch mit den Konsequenzen zu leben. Wobei, ich will auch hier festhalten, die Spritzen an sich waren nicht unbedingt das größte Problem, was jetzt zum Beispiel Bhakti sagt, sondern wenn du dich halt mit der germanischen Heilkunde beschäftigst, dann wirst du halt feststellen, dass Angst. Dass diese Befreiung, manche haben zum Beispiel gesagt, oh, ich habe Angst vor diesem ganzen Kram, dann habe ich mir die Spritze gegeben und dann hat sich der Konflikt gelöst und dann gehen die in Heilung und dann kommen halt die Symptome, sodass nicht die Spritze, der Inhalt der Spritze das Problem war, sondern der Akt, dass ich halt mich 2-mal oder 3-mal gespritzt habe. So. Und so hast du es ja auch gesehen am Anfang, als sie verkauft haben, das hat 95% Schutz, dann
hast noch keine Durchbruchsinfektionen gehabt, wie man so schön sagt. Auf einmal kommt ein Monat oder 2 Monate später, funktioniert nicht. Auf einmal geht halt dieser Nocebo-Effekt im Kopf los. Das hilft mir doch nicht so. Ja, und dann kriegen sie es trotzdem, ja, in Anführungszeichen, kriegen sie ja nicht, sondern sie haben sich halt selbst damit sozusagen davon befreit und sagen, ja, okay, jetzt löse ich das. Und so geht es halt auch vielen, die es nicht mitgemacht haben und trotzdem krank geworden sind, obwohl sie ja gar nicht daran glauben, weil es eben dieser biologische Prozess ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mich habe nicht, der dieser nicht mich unterworfen habe, im Arbeitsplatz bin und ich habe Angst, dass mein Job mir weggenommen wird und irgendwie gehe ich dann in Heilung, kriege dann halt auf einmal 6 Monate Genesenstatus, dann freue ich mich erstmal. Habe ich erstmal, ah, dann ist der Fluss erstmal mit dem Strom schwimmen, kann ich erstmal ein halbes Jahr weiter mit dem Strom schwimmen, weißt du so. Und das ist halt dieses Prinzip. Und ich kann immer nur sagen, ich glaube, das ist bei ganz vielen Ereignissen im Leben, dass eben der Katalysator immer etwas ist, in einer Beziehung, in der Gesundheit, dass eben bestimmte Dinge passieren müssen, damit du halt, ich sag mal, aufwachst, um halt das mal zu gucken, wo bin ich hier eigentlich? Stimmt das eigentlich, was ich geglaubt habe? Das denke ich, dass das halt bei vielen ist. Glücklicherweise bei mir, ich kann das ja nur für mich sagen, ich hatte nie irgendwie ein Problem, mich auf bestimmte Dinge einzulassen, weil ich ja keinen Vertrag damit habe. Ich habe halt nun mal keinen Physikprofessor als Vater, den ich verteidigen muss. Ich habe keinen NASA-Mitarbeiter, den ich verteidigen muss. Ich habe keinen Arzt, den ich verteidigen muss, ne? So. Und da bin ich halt natürlich glücklicherweise freier gewesen, dass ich halt einfach mich auf den Weg begeben konnte und mich das dahin geleitet hat, wo ich meine, wo es halt besser ist, wo das Licht halt wirklich leuchtet und ich erkenne, was da liegt. Ne? Und nicht einfach, ich leuchte woanders hin und suche da in der Ecke, wo ich gar nichts finden kann. Ne? Ja, So. du bist halt, du hast auch so eine Neugier, nehme ich wahr, und eben so eine Offenheit, die auch außerhalb deines Tellerrands was anzuschauen, oder? Und das hilft dir dann, bereit zu sein, zu diesen aktuellen Themen oder dort, wo du selbst ein Denkfehler warst, das zu hinterfragen, oder? Und schauen, Natürlich, okay, natürlich, ist das natürlich. eigentlich wirklich so oder nicht? Natürlich. Ja, Das sind genau. halt ganz, das ist, weißt du, Thomas, das ist halt so oft, dass man eben sich fragt, und das mache ich immer, woher weiß ich das eigentlich, was ich meine zu wissen? Ja? So, und wenn du dir ehrlich mit dir bist, dann ist es noch nicht mal eine Meinung, sondern dann ist es eine sogenannte, wie es die Vera Birkenbiel sagt, eine Anderung. Du hast es von wem anders übernommen und denkst jetzt, nach 10, 20 Jahren, ja, das habe ich mir ja selber. Die meisten haben sich doch keine Meinung gebildet, sondern die haben Meinung übernommen, also eine Anderung. Ja? So, und das finde ich halt immer wieder treffend, dass eben die Menschen das aber nicht wahrhaben wollen. Die möchten halt nicht, die sehen das dann als Beleidigung oder als Entlarvung oder wie auch immer. Nee, sondern das ist doch die Selbsterkenntnis. Durch die Selbsterkenntnis kommt man doch nur, sage ich mal, zu sich selber weiter voran. Sonst geht das doch gar nicht. Genau. Ja, ist sehr spannend. Das heißt, die meisten Menschen oder wir lernen dann durch schmerzhafte Erfahrungen, wo wir eine schmerzhafte Erfahrung haben, dass wir dann darüber mal so einen Aufwachimpuls kriegen oder denken, okay, ist das wirklich so? Oder das, was ich gemacht habe, wurde mir versprochen, ist gut, aber es war gar nicht so gut für mich. Und dann fange ich an, das zu hinterfragen und komme dann immer tiefer so in den Kaninchenbau. So denke ich, dass Ja. das vielen Menschen geht, ne? Manche haben, wie du sagst, ich nenne das jetzt mal angeborene Neugierde oder sind halt Querulanten von vornherein. Ich war in der Schule auch immer jemand, ich war sehr, sehr gerechtigkeitsorientiert. War natürlich dann ein Problem für mich selber. Wenn es um mich selber ging, war es natürlich das Thema, dass nicht alle auch so gerechtigkeitsorientiert mir gegenüber waren, sondern die haben gerne natürlich meine Hilfe angenommen, wenn es um sie selber ging. Aber selber waren sie dann halt nicht bereit, sage ich mal, in die Büsch, in die Bütt oder wie das heißt, mit reinzugehen. Und das muss man halt auch akzeptieren, dass eben, wie es halt jetzt hier bei der deutschen Fußballmannschaft war, diese Gratismut, ne? Man ist dann halt mutig, wenn alle anderen dieselbe Meinung haben, dann kann man ja so tun, als ob man jetzt hier für dies oder für das ist, ne? Das ist ja dieses
Non-Player-Character-Geschichte, dass du eben jemand bist, der eigentlich vorgefertigt so eine Schablone ins Gehirn rein projiziert bekommt. Und wenn das heute ist das Thema des Tages, was ich verfechten soll, und morgen ist es das. Und selber denken ist halt auch schwierig und ist auch unangenehm und man muss halt dann auch anecken und das wollen halt viele nicht. Ja. Ne? Ist auch anstrengend, das, ja. Also gegen den Strom schwimmen kann auch anstrengend sein. Ist ja auch anstrengend. Ich meine, auch mit dem Strom schwimmen ist auch manchmal anstrengend, weil dann kommt so eine Stromschnelle, dann kommt wieder so ein kleiner Wasserfall, aber man denkt ja, oh komm, dann erhole ich mich zwischendrin wieder so ein bisschen, ja. Aber weil, weißt du, was ich damit meine, ist ja diese Selbstverleugnung. Wir wissen eigentlich bestimmte Dinge, das kann doch nicht sein, dass ich das jetzt mitmache, aber komm, ich bin einfach noch nicht bereit, mich umzudrehen und gegen den Strom zu schwimmen. Dann nehme ich halt lieber die Stromschnelle oder diesen kleinen Schlag mit dem Wasserfall in Kauf. Aber ich habe dann erstmal dann weiterhin Ruhe. Aber natürlich wissen die nicht, wie lange der Strom noch geht bis zum offenen Meer. Das kann dann halt auch relativ abrupt natürlich für die enden. Und dann haben sie natürlich ein Problem, dass sie dann unvorbereitet sind, weil. Was machen wir denn, wenn plötzlich ganz viele anfangen, gegen den Strom zu schwimmen und es entsteht dann ein Gegenstrom? Sind wir dann wieder, dann schwimmen wir, dann müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht in der Gegenstrombewegung schwimmen, ja. die aber doch einen Irrweg führt und nicht zur Quelle, oder? Natürlich. Also das ist ja dieses Prinzip. Es wird ja nie, und das hast du ja gesehen, alle Erfindungen, so wird es ja immer jedenfalls kolportiert aus der Historie, wurden ja von Einzelnen, von Ketzern und so weiter gebracht, ja. So, und deswegen sehe ich da nie jetzt dieses Problem, dass wir wirklich hinbekommen, dass 90 oder 100% irgendwie sich komplett drehen, sondern das wird halt eine gewisse Menge an Menschen wird sich halt drehen, die man dann halt benötigt, um halt wieder ein neues System, was eben dann nachhaltig ist, tatsächlich nachhaltig ist, sozusagen aufzubauen. Ne? Aber dass man eben, ja, manche sagen ja auch selber von sich, ich bin da gar nicht für gemacht, gegen den Strom zu schwimmen. Das kann ich nicht. Ja. So, und deswegen wirst du die, egal wie schwer und wie schlimm der Schmerz ist, die legen sich dann lieber aufs Opferbett, ja, und lassen alles mit sich machen. Ne? So, und das ist das. Du siehst es doch. Guck mal, das beste Beispiel ist doch in der Schulmedizin, du kommst dahin, dir geht es schon nicht gut, und dann haut dir der Arzt eine Diagnose nach der anderen um die Ohren. Ja? Also Empathie ist da ja nicht da. So, was macht der? Der verursacht natürlich zusätzliche Konfliktmasse. Ne? So, und wie willst du dich denn gegen so jemanden in deiner geschwächten Verfassung zur Wehr setzen? Und jetzt, wenn du dann auch noch die Kraft hättest, kommen dann auch noch deine liebevollen Familienmitglieder und sagen, du kannst doch nicht jetzt hier deinen eigenen Weg bestreiten, du musst doch das machen, was der Doc sagt und so. Und dann bist du halt auch, hast du dann auch von der Seite natürlich das Problem. Deswegen ist es nicht einfach, aber ich meine, ich sage das, ich habe früher immer sehr intensiv Fitness gemacht. Ja? Wenn jeder aussehen würde, wie Arnold Schwarzenegger, hätten wir nur Arnold Schwarzeneggers rumlaufen. Es ist halt, wie alles im Leben, es ist nicht einfach. Ne? So. Und das ist aber, glaube ich, auch für viele die Aufgabe, sage ich mal, zu sehen, wie weit kann ich gehen, was lasse ich mit mir machen. Und da hat aber eben, die letzten 3 Jahre haben da, glaube ich, auch sehr viel Positives uns gezeigt, dass wir eben da in dem Zusammenhang hinbekommen haben, dass halt viel mehr Menschen die Offensichtlichkeit der Absurdität sozusagen erkannt haben und jetzt auch, denke ich, viele das jetzt nicht einfach so ad acta legen, sondern das auch in ihrem weiteren Leben dann hoffentlich nutzen. Weil meine Erfahrung ist auf jeden Fall, dass ganz viele auf mich zugekommen sind, ganz viele ist jetzt übertrieben, ich habe jetzt keine Millionen Menschen, die sich bei mir gemeldet, aber sehr viele, die eigentlich mit dem absurdesten Thema, mit dem ich mich ja beschäftige, wie kannst du denn sowas, ne? Du bist doch gebildet, wie kannst du denn sowas überhaupt das glauben? Kommt dann auch immer. Das kann doch nicht sein, dass man im 21. Jahrhundert über so eine klare Geschichte nachdenkt, ja, oder überhaupt darüber sich unterhält.
So, und aber das Interessante ist, sind so viele gekommen, die eben, glaube ich, vor dieser, deswegen nenne ich das ja immer BC, nicht Before Christ, sondern Before Corona, ne? BC, dass du eben before Corona hättest du nicht diese Bereitschaft von Ja, vielen Menschen das stimmt gehabt, schon. sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen und die wirklich auch ernsthaft zu versuchen zu erörtern. Siehst du Spannend. ja bei dir jetzt. Ja, für mich war es auch eine spannende Aufwachzeit. Ja. Gerade zu dem Impfthema, ich habe mich davor nie damit beschäftigt. Also ich war schon Schulmedizin ein bisschen kritisch und grundlegend immer so Sachen hinterfragen. Aber da habe ich auch sehr, sehr viel dazu gelernt, zu diesem ganzen Thema, was da eigentlich abgeht. Durch so, möchte ich noch fragen, wie schätzt du denn ein, wie es jetzt weitergeht? Wir sind jetzt in dieser Zeit, wo jetzt der Wokismus kommt, wie du es nennst. Ja, für mich, ich habe das auch erst vor kurzem gelernt, dass das anscheinend diese ganze Bewegung, dass das jetzt woke genannt wird. Ja, sage ich lieber, hey, stay awake, not woke. Aber Diet wie? Woke, Diet Woke. Von Diet Coke, Diet Woke gibt es ja so eine Dose, Diet Woke, wenn du so halb kannst. Aber es ist ja Postmoderne. Es Wahnsinn. nennt sich ja, Ja. eigentlich nennt es sich ja Postmoderne. Sie wollen ja die Aufklärung und das, was eben Rationalität, Logik, Vernunft ist, soll ja beiseite Genau, geschaffen genau. werden, sondern es soll ja eine reine subjektive Wahrnehmung geschaffen werden. Ja. Ja? So, das ist diese Postmoderne, dass du halt sagst, egal was ist, ne? Du sollst halt, wenn du sagst, ich bin ein Gummibärchen, dann müssen andere halt akzeptieren, dass du ein Gummibärchen bist. Ja, so. Und wenn ich dann dir das Ohr abbeißen will, weil du ja ein Gummibärchen bist, dann störe ich mich wieder dran. Das geht natürlich nicht. Da fühle ich mich wieder in meiner Integrität, weil Gummibärchen ist ja eigentlich zum Verzehr gedacht. Aber nee, das kannst du bei mir wieder nicht machen. Und das sind halt immer diese Widersprüchlichkeiten, die halt nicht so funktionieren. Wie denkst du, geht das gesellschaftlich weiter? Kommt da mehr und mehr mit dieser, ja, Manipulation und Brainwash und Verdrehung? Oder denkst du, dass wird so überspitzt, dass dann mehr und mehr Menschen wirklich anfangen, sozusagen sich im Strom umzudrehen? Ja, merkt man ja, also aus meiner Sicht merkt man das ja jetzt mit der Klimageschichte, dass du halt siehst, dass ganz viele Menschen sagen, was soll denn das? Das ist ja absurd, ja. So, und vorher konnte man ja rausgehen und nichts sehen, obwohl man nichts gesehen hat, hat man gesagt, okay, da könnte es was geben. Eben sind keiner tot umgefallen neben dir an der Bushaltestelle. Trotzdem haben sie gesagt, ja, im Fernsehen sagen die, hier ist aber irgendwas Unsichtbares. Aber jetzt siehst du ja, dass nicht 35, 45, 48 Grad sind, ja, sondern wir haben jetzt, ja, wir haben jetzt super kalten, also ich bin ja aus Moment, Afrika ursprünglich, ne? ja. So für Juli und August ist das super kühl, ja. Und dann sagen natürlich die Alarmisten, ja, das sind halt Anomalien. Das ist ja wie bei allen Sachen. Anomalien. Anomalien sind immer Sachen, die du halt weglässt. Das ist ja auch, wenn du Messungen vornimmst, egal in welchem Bereich, ne? Wenn du Messungen vornimmst, die Messreihe machst du und die in dein Bild dir reinpassen, die nimmst Nimmst du. du und die du nicht, ne, hast ja vielleicht im Labor auch schon mal gehabt, ja, wenn du dann halt bestimmte Sachen nicht wahrnimmst, nicht passend sind, dann schiebst du die beiseite, ja, so. Das sind halt Sachen. Ich hab einen, der hat halt so eine ganz, der ist bei so speziellen Wageningenieur bei so einem Unternehmen, ganz, ganz feine Wagen herstellen. Und er sagt so, ja, wir müssen ja eine gewisse Qualität anbieten, ja, mit den Schwankungsbreiten, ne, mit den so. Und die ist so empfindlich, die Waage, wenn ein LKW an unserem Gebäude vorbeifährt, dann kann ich diese Messung eigentlich ad acta legen. Aber ja, ich mache das dann so, dass alle zufrieden sind, so kurz ist er dann formuliert, Okay. ne? So, in gewisser Weise, ne? Der eine, der Kunde ist zufrieden, dass er eine ganz super geeichte Waage hat, ne? Die ganz wenig Toleranz hat. Und der Verkäufer ist natürlich, der Hersteller ist natürlich, weil er einen Kunden hat und der Mitarbeiter, weil er einen Arbeitsplatz hat. Alle sind doch dann zufrieden am Ende des Tages, ne? So, bei solchen Dingen. Und so ist es. Also denkst du, es wird immer offensichtlicher, was uns vorgegaukelt wird, dass das mehr und mehr Menschen sagen, okay, da kann irgendwas nicht mehr stimmen. Ja, also Ja. Und die machen ja, zumindest ist das meine, zumindest ich ist sehe das das, im, ich meine sehe das im, Hoffnung. im Wetterbericht auf die Bilder, irgendwie so 35 Grad mal Sommer, dann ist alles rot, ja, selbst 25 Grad sind schon rot und dann hast du so ein Bild dann vom Wetterbericht von vor 15 Jahren, hat mindestens dieselben Temperaturen gehabt, das war halt grün eingefärbt, oder? Weil sie es noch nicht so übertrieben haben und jetzt halt alles rot und Hitzeblase und so weiter. Also das zeigt ja auch wirklich so diese verdrehte Wahrnehmung. Ja.
dass das alles, was eigentlich normal wird, normal ist, dass dann so verdreht dargestellt wird, dass alle dann Panik kriegen. Ja, natürlich, aber anders funktioniert es nicht. Ich meine, es gibt ja diese Kubler-Ross, die ja diese fünf Phasen, so wenn jemand stirbt oder wenn du was Schlimmes erlebst, ne, diese fünf Phasen, bis zu, dass du das halt, das Schicksal annimmst, ne, aber vorher leugnest du das noch und diese ganzen Sachen. Ne. Und diese Kubler-Ross hat ja gesagt, die einzigen Feinde des Menschen sind die Angst und die Schuld. Und diese zwei Kriterien, die werden halt natürlich super gespielt, ja. Hast ja gesehen bei dem großen C, was haben sie den Kindern erzählt? Kindern haben sie erzählt, du brauchst selber keine Angst für dich haben, aber du hast Schuld, wenn ein anderer. Bei den Erwachsenen haben sie erzählt, du musst Angst um dich selber haben und um Angst um andere und so. Und so spielst du halt immer die Klaviatur, immer dasselbe. Aber ich glaube, aus meiner Sicht jedenfalls, ich merke eben, dass immer, die haben immer mehr die Schraube überdreht, dass eben die Angst, wie viel Angst willst du bei den Menschen denn erzeugen? Natürlich gibt es immer noch Leute, die mit Maske irgendwo rumlaufen. Ja, sehe ich auch. Ja, gibt es immer noch. Aber irgendwann sagen sich die Leute auch, irgendwie war doch nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wenn sie halt dann auch noch, sage ich mal, Probleme nach den Einlassungen bekommen haben mit den Spritzen, dann sehen sie es vielleicht noch mehr. Ja, aber ich sehe da, eigentlich ist das ein gute Trainingseinheit gewesen und wir müssen halt dann gucken, wenn sie die nächste Stufe zünden, wie die Menschen dann mitgehen oder nicht mitgehen. Ne? So. Letztlich, Thomas, kann ja nur jeder für sich selbst das machen, wie du sagst. Du kannst niemanden dazu bringen, dass er deinen Weg mitgeht. Man sagt ja, man muss ja immer in seinen eigenen Schuhen gehen und dementsprechend hat man halt diesen Vorteil, dass man für sich selbst das entscheiden kann und das kann man auch, aber die meisten Menschen gucken ja dann auch, ja, wie ist das denn? Habe ich dann wirklich noch meine Freunde, meine Familienmitglieder und so weiter? Und das ist ja auch nicht einfach, aber du siehst ja, viele haben sich beschwert, wie können denn die Richter so entscheiden? Wie können denn die Ärzte das so mitmachen? Wie können das denn die Politiker so mitmachen? Aber selber waren viele nicht mal bereit, in ihrem Familien- oder Freundeskreis sich zu outen, in Anführungszeichen, und zu sagen, so ist meine Position, das und das habe ich recherchiert, schau dir das mal an, wie ist das? Nee, dann haben die sich auch zurückgehalten. Aber kritisieren andere für ihr Verhalten. Und das ist ja dann genauso wenig, sage ich mal, sauber. Ne? Ja, absolut, ja. Ja. Wunderbar. Möchtest du zum Abschluss noch das Video zeigen? Achso, sollen wir nochmal? Ja, wir können. Oder wir passt können, das nicht mehr? Wir können gerne das Beispiel für Logikfehler nochmal durchgehen. Das fand ich noch ganz amüsant. Vielleicht ist das noch ein guter Abschluss. Ja. Dann teile das gerne noch. Können wir machen. So. Ja. Sieht man die Folie? Sieht man jetzt noch? Ja, wieder, ne? Sehr. So. Also, vielleicht ganz kurz wir gucken uns jetzt mal ein Video von der Milena Preradovic an. Das ist nur ein ganz kurzer Satz. Und dann analysieren wir den mal gemeinschaftlich, was das bedeutet. Hier geht es dann tatsächlich um die Globuslüge oder wie auch immer, weil ich das ganz witzig fand. Sie hat das im Zusammenhang von einem Gespräch mit dem, ich glaube, Fiedler heißt der Vorname, weiß jetzt nicht, aber der ist Mikrobiologe und der hat sich über das Klima mit der Milena unterhalten. Und insofern fand ich das ganz interessant. Hören wir mal rein. So, sieht man das Video? Ja, ich sehe es. Ja, ist okay, da. Super. Wissenschaft ist keine Demokratie. Wenn 100% der Wissenschaftler sagen, die Erde ist eine Scheibe, dann stimmt das trotzdem nicht. Ja. Ja, so, jetzt drückt sie die Lippen zusammen. Wer zum Beispiel vielleicht so Körpersprache und so weiter lesen kann, könnte ja sich mal überlegen, was das so für Punkte mit sich führt. Aber sei es drum. Das hier ist erstmal aus meiner Sicht ein super Beispiel für Logikfehler. Da würden viele sagen, was, das kann doch nicht sein. Das klingt doch total logisch und nachvollziehbar. Genauso sehe ich das auch. Nee, die liebe Milena, die ich bei vielen Themen sehr gut finde, begeht in diesen paar Sekunden sogar gleich mehrere Denkfehler.
Zuerst einmal zeigt ihre Aussage, dass sie davon ausgeht, dass die Erde nicht anders beschaffen sein kann, als uns gesagt wird. Das ist bereits ein Logikfehler, der Zirkelschluss, ja? Weil sie unterstellt etwas, was sie ja für sich selber zum Beispiel sicherlich gar nicht überprüft und bewiesen hat. Ja? So. Der Begriff Scheibe, ne, ist ein weiterer Logikfehler, weil der wird ja gerne so verwendet im Kampf, ne, so wie Nazi, Nazi, rechts, rechts, ne, wenn man irgendwelche Meinungen hat. Das ist ein sogenanntes Strohmann-Argument. Ja. Man postuliert etwas, was die Gegenseite gar nicht sagt, weil jemand, der sich mit der Globuslüge beschäftigt, würde niemals sagen, die Erde ist eine Scheibe. So wie es halt dargestellt wird, so eine Salamischeibe im Weltall oder sowas. Ja. So, totaler Quatsch. Ja, der Satz selbst, ja, wenn 100% der Wissenschaftler sagen, die Erde ist eine Scheibe, dann stimmt das trotzdem nicht, ist ebenfalls ein Logikfehler, nämlich der Logikfehler aus persönlicher Ungläubigkeit. Lena ist so fest davon überzeugt, dass die Erde ein Globus ist, dass es für sie nicht vorstellbar ist, dass es anders sein kann. Und wer etwas anderes behauptet, der liegt falsch. Amen, würde man sagen, ne, in der Kirche. So. Womit sie aber in ihrer Aussage natürlich recht hat, ist die Tatsache, dass es für die konkrete Wahrheitsfindung vollkommen irrelevant ist, wie viele etwas behaupten. Also sagt man ja immer. Und wenn einer das Richtige sagt, dann ist der halt im Recht. Ja? Ist egal, ob das 9.000, 9 Millionen, 9 Milliarden anders sehen. Ne? Wenn ich aber jetzt zum Beispiel Milena so interviewen würde und fragen würde, wie sie überhaupt darauf kommt, könnte sie ja antworten, ja, wir haben doch Bilder von der Erde aus dem Weltall, von NASA, ESA und so weiter. Ne? Das wäre dann ein weiterer Logikfehler in Form eines Appells an die Autorität. Bloß weil halt irgendeine Organisation das sagt, ja, haben wir dann eben den Beweis. Nee, wenn man dann entgegnet, so wie ich das häufig mache, ach, du denkst, die Fotos sind echt, woher weißt du das denn? Kommt meistens dann so eine Antwort wie, beweist du doch, dass die Fotos eine Fälschung sind. Das wäre dann ein weiterer Logikfehler, nämlich in Form der Beweislastumkehr. Korrekt, ja? Was ja, du sogar so beweisen könntest, dass die eine Fälschung sind, oder? Ja, natürlich, natürlich. Aber es ist ja gar nicht meine Aufgabe, sondern natürlich hat derjenige, der etwas konkret behauptet, die Beweislast. Hier zum Beispiel sagt jemand, die NASA-Bilder sind echt, ja, dann muss er das ja auch belegen, weil er führt die ja als Beweis für seine Aussage an. Ne? So, man sieht, Thomas, es ist super schwierig, logisch konsistent zu argumentieren. Deswegen ist ja auch immer, was ich vorhin gesagt habe, die Frage, woher wissen wir eigentlich, was wir wissen? Ja, so wichtig. Denn damit konzentriert man sich auf substanziell Nachweisbares und vermeidet Logik und Denkfehler. Weil das ist immer, immer wichtig. Ja? So, nur wenn man sich eingesteht, dass man vieles einfach nur blind glaubt, ist dann eben der Weg zu neuen Erkenntnissen natürlich überhaupt nur möglich. Ich kann das nochmal, ein wirklich schönes Beispiel und danke für deine Ausführungen. Ja, schönes Beispiel zum Abschluss für diesen Denk- und Logikfehler, dem wir oft unterliegen. Ja, wunderbar. Ich denke auch im Rahmen der Zeit war das ein wirklich schönes Gespräch, schöner Exkurs. Ich danke dir sehr vielmals für die Ausführungen, auch für deine Authentizität, für deinen Mut, darüber zu sprechen, aufzutreten. Wirklich wunderbar. Ich kann für euch Zuschauer, ich kann für jeden den Wahrheitskongress empfehlen. Ich verlinke das unten. Schaut euch das an, nehmt euch mal einen Abend Zeit und studiert das wirklich, weil es ist ganz viel Material dabei, ganz tolle Präsentation, die Serok mit reingebracht hat, um wirklich ausführlich in diese einzelnen Themen der Weltenlüge reinzugehen. Und ich freue mich schon auf den nächsten Wahrheitskongress. Bin schon sehr gespannt, was dort passiert. Und ja, Serok, ich freue mich, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und vielen, vielen Dank für deine Bereitschaft, hier zu sprechen. Alles klar. Super. Danke, Thomas. Super, danke. Bis dann. Und für euch, lieben Zuschauer, noch einen bewussten Nachmittag und bis zur nächsten Folge. Euer Thomas. Macht's gut. Ciao.